Freunde, was war das für ein Fußballspiel für mich? Werbung für den Fußball. Der BVB gewinnt in Freiburg und ich freue mich darüber, weil ich will eine spannende Liga. Ich will nicht, dass schon gefühlt nach dem zweiten Spieltag klar ist, die Bayern sind wieder oben und ich hatte schon wieder Angst, dass der BVB wieder Punkte liegen lässt, ja? Wie immer, wie jede Saison. Und Freiburg ist ja echt gerade bockstark drauf. Also für die Jungs hoffe ich auch wirklich mit Trainer Streich, dass sie eine geile Europasaison spielen. Das haben sie verdient. So eine geile Truppe. Naja, Gregoritsch köpft, dann Freiburg in Führung, super Kopf. 1-0, aber der BVB steckt nicht auf und dann kam sie ausgerechnet mit Jamie Beino Gittens. Ja, also ich weiß nicht, wie Dortmund gefühlt darauf kam, ihn einzuwechseln, das hätte glaube ich niemand erwartet, aber der Junge kommt rein und nimmt erstmal Freiburg auseinander. Also gut, das Tor war ein Torwartfehler von Flecken, das muss man ganz ehrlich sagen, mit einer wahrscheinlich, kommt in jeden Jahresrückblick, so einer der Torwartpatzer der Saison, würde ich sagen, der Schuss aus irgendwie 25, 27 Metern, glaube ich sogar noch mit dem schwachen Fuß und er muss den sogar festhalten und irgendwie lässt er ihn abtropfen ins eigene Tor, das sah schon höchst kurios aus, tut mir für Flecken sehr leid, das kann jedem mal passieren, sieht halt, wie gesagt, sehr ärgerlich aus, natürlich für Freiburg war das richtig schlimm, weil dadurch hatte Dortmund auf einmal wieder die Hoffnung. Und schon wieder war es Jamie Beino Gittens, der getribbelt hat. Also generell, der Junge war ja so fresh, muss man ganz ehrlich sagen, so fresh, wie er die Abwehrreihen da aufgerissen hat mit seinen Dribblings. Guten Antritt, gutes Dribbling, gute Übersicht sogar noch. Wie gesagt, er löst doch das zweite Tor aus, was dann ein weiterer Youngster, Moukoko, trifft. Es war ein irres Spiel und dann kam noch Marius Wolf mit einem Hammertor. Also Wahnsinn. Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn und für mich Man of the Match natürlich Beino Gittens. Bin mal gespannt, ob wir bald mehr von ihm sehen beim BVB. Also man muss ja wirklich sagen, der BVB hat ein Händchen anscheinend für junge Spieler. Das gibt's ja gar nicht, wenn die immer wieder rausbringen und hier einwechseln und der dann komplett alle wegrasiert. Crazy. Gönn ich dem Junge. Ich hoffe, er ja, bleibt trotzdem auf dem Boden und spielt so weiter. Dann kann aus ihm auf jeden Fall ein sehr krasser Spieler werden. Eure Meinung in die Kommentare. Wir sehen später wieder und denkt dran, haltet den Ball richtig flach.